Servus miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt. Heute bei der Kinimuse ist der Julian wieder da und wir werden heute das Thema besprechen: Lehrer oder Online-Schule. Bis gleich. Kinimuse. Servus, der Julian ist wieder da von der Zücherei Mangfall. Wir haben da wieder beim Landgasthof Queri in Frieding, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und wir besprechen heute das Thema Lehrer oder Zürchschule online. Was ist besser? Julian, du hast gelernt über? Angefangen beim Zürchfuchs und dann online. Muss man dazu sagen. Genau. Muss man dazu sagen. Weil das war ja diese Harmonika-Welle wirklich während Corona. Ganz viele, ja, denen halt gesagt haben, mir ist ein bisschen langweilig und ein Musikinstrument wäre jetzt eh super und steirische Harmonika war immer schon mein Traum. So spät hast du es angefangen? Ja. Oh, okay. Also Online-Schule, weil es eh keine Alternativen gibt. In dem Moment, der Hubert ist da ja sehr auf Zack und sobald man sich meldet, hat man schon die Harmonika. Hast schon daheim stehen. Genau. Leih- und Kaufangebote und genauso war es bei mir und das war auch super. Wo es nicht negativ sein soll, weil Hubert, also man kann, ja, kann man so auslegen, aber der ist ja da sofort erreichbar. Und das hat mir einen einfachen, leichten Einstieg und Zugang zu dem Instrument und auch zum Lernen verschafft. Und das war auch in der Phase wirklich super. Ich muss immer dazu sagen, ich habe ja Akkordeon gelernt, das heißt eine Links-Rechts-Koordination, ein bisschen halt sauber musizieren, so ganz grundsätzlich. Das ist ähnlich bei der steirischen Harmonika beim Akkordeon. Ja, der Bass ist fast gleich vom Fingersatz her. Also man kann ganz, ganz viel adaptieren. Und so diese erste große Hürde, die viele natürlich haben, nämlich linke Hand, rechte Hand gleichzeitig was machen, die war bei mir nicht, weil ich das vom Akkordeon einfach schon... Das war schon drin irgendwie halt in der Koordination. Beim Zürchfuchs angefangen, viele Stücke dort gelernt, dann auch selber angefangen, ein paar Videos eben auch online zu stellen. Und dann habe ich eben auch Leute kennengelernt bei uns in der Gegend, also so eben Mangfall, Rosenheim, Oberland. Und irgendjemand, ich glaube, das war der Thomas von der Broadwiesenmusik, mit dem ich oft zusammenspiele, hat gesagt, ja, da ist der Heli Resch, das ist ein Mittelbauerlehrer, der passt doch zum Zürchfuchs, gehst du mal hin zu dem. Der hat vielleicht noch ein, zwei Tipps für dich. Und ein, zwei Tipps, die letzten, bevor du dann sagst, jetzt geht's auf Japan-Tournee. Genau. Und dann bin ich da mal hingefahren und gedacht, okay, jetzt spielt man da ein bisschen zusammen. Dann sagt er, du bist super und alles passt. Und erste Stunde beim Heli. Und dann hört er so ein bisschen zu und sagt, ja, viel Gutes dabei, aber du spielst total unsauber. Und ich natürlich erst so, was? Ich spiele doch. Die in der Fest klatschen doch immer alle, sagen doch alle, du spielst super und in der kurzen Zeit und so weiter. Es hat dann ein, zwei Monate gedauert. Dann habe ich mir meine Videos mal genauer angehört, habe mich selber mehr beobachtet beim Spielen. Und dann ist mir aufgefallen, er hat recht. Und das war für mich so das Schlüsselerlebnis und das soll in keinster Weise das Produkt Online-Schule oder Zürchfuchs in dem Fall abwerten, weil das Produkt ist super. Das hat mir und vielen anderen Menschen den Zugang überhaupt erst ermöglicht zu dem Instrument. Aber es hat wirklich... Obwohl ich, sage ich jetzt mal, ein bisschen fortgeschrittener, erfahrener Freizeitmusiker bin, es hat für mich dieses Korrektiv gebraucht, diese Person, die wirklich genau hinhört, genau schaut und einem klar sagt, das ist gut, aber das ist auch nicht so gut und daran arbeiten wir es zusammen. Und das war, glaube ich, das, was mich, und das kann man wirklich nachverfolgen durch meine Videos, was wirklich in die Richtung eines sauberen Spielens dann gebracht hat. Ja, ich habe es jetzt erklärt, wir haben ja vorher schon gespielt ein bisschen. Ich finde auch, dass du extrem sauber spielst. Schon fast ein bisschen in die perfektionistische Richtung. Da bin ich ein bisschen anders. Da sage ich einfach, okay, wurscht. Aber ja, merkt man schon. Also merkt man schon extrem. Dass da nicht nur Online-Schule da war, das merkt man, finde ich. Es ist halt, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist natürlich auch ein Marketingversprechen, das die Online-Schulen machen müssen, um sich halt zu positionieren. Dieses, bei uns lehrst du es mindestens genauso gut, eigentlich sogar besser wie mit dem Lehrer. Nach Gehör. Was ja auch falsch ist. Ich finde es ganz gut. Quetschen Academy war ich auch mal im Monat, weil ich ein bestimmtes Stück lernen wollte. Quetschen Academy hat ihre Partner überall sitzen und sagt auch, geht zu denen hin und lasst mal draufschauen. Das finde ich eigentlich gut, weil als Teil des Konzepts wirklich auch Menschen, die mal korrigieren können, die gerade für Einsteiger und selbst für Freizeitmusiker, die vor mir schon ein Instrument gespielt haben, es ist ein komplexes Instrument. Du machst mit dem ganzen Körper irgendwas und dann auch noch darauf zu achten, dass wirklich alles passt, dass
die Töne sauber getroffen werden, dass der Takt passt, dass die Balkführung passt. Das geht ja fast gar nicht, das alleine selber alles zu korrigieren. Ja, das geht natürlich nicht. Und da bleibt dann auf jeden Fall, schleichen Sie so viele Fehler ein, die man dann halt meistens auf so Online-Schulseminaren zickt, weil da kommen natürlich alle zusammen für die Online-Schulen und dann merkt man, okay, immer dieselben Sachen ein bisschen. Das ist so dieses Einheitliche, das die meisten dann so spulen, ohne das Gefühl da reinzubringen, da wo ein Lehrer sagt, du pass mal auf das und das und das. Du siehst halt und hörst halt, sage ich mal, im Paul und sein Gaul oder auf der Streif halt hundertfach runtergespielt und um Gottes Willen, ich Kompliment an jeden, der sich traut, ein Video online zu stellen, weil dafür braucht man echt Mut. Das allein die Hürde, ich exponiere mich jetzt den anderen Leuten mit meiner Musik. Toll, Kompliment. Ja. Aber wenn du nicht natürlich in einer Community von Anfängern bist hauptsächlich, dann kriegst du Feedback von Anfängern für Anfänger. Und das ist eigentlich nicht das, was einen, sagen wir, wenn man ein bisschen Ambition hat, am Ende natürlich auch ein bisschen weiterführt dann. Mhm. Und ich sage jetzt auch um Gottes Willen nicht, rennst zum nächsten Lehrer, machst ein Jahresabo und lässt da wahnsinnig viel Geld. Das glaube ich auch nicht, dass das zwangsläufig der Weg ist. Ich glaube, wichtig ist zu schauen, gibt es vielleicht wirklich gute Harmonikaspieler, gibt es oder auch irgendwie Personen, denen ich vertraue, denen ich zutraue, mir wirklich ein fundiertes Feedback zu meinem Spiel zu geben. Und das muss nicht alles perfekt sein und das muss nicht alles glatt gefeilt sein und kleine Fehler für Freizeitmusiker sind ganz normal. Aber einfach mal zu sagen, hey, magst du nicht vielleicht mal mit Metronom oder mit einem Klick oder sowas üben, weil du spielst den ersten, zweiten, dritten Teil im komplett anderen Tempo. Und merkst es vielleicht selber gar nicht, was auch normal ist. So. Und diese Person zu finden, einmal im Vierteljahr zur Not, ein Lehrer, ein super Musiker, ein Freund, der sich gut auskennt, der dieses Feedback geben kann. Ich glaube, das bringt so viel weiter. Man muss sich dem stellen. Das ist auch manchmal nicht angenehm, weil jetzt hat man sich so viel Mühe gegeben und hat dieses Stück gelernt und endlich geht es durch und irgendjemand kommt jemand und sagt, boah, pass mal auf, im zweiten Teil ist ja alles geschmiert. Und boah, da muss man natürlich erstmal schlucken, aber wenn das halt eine Person ist, die sich ein bisschen auskennt, dann stimmt es vielleicht. Und dann sich dem zu stellen, der Herausforderung, da dann nochmal zu wachsen, das ist so unglaublich wertvoll. Ja, ich bin derselben Meinung, dass man auf jeden Fall einen Lehrer unregelmäßig nehmen sollte. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe 10 Jahre einen Lehrer gehabt. Ja. Bin eigentlich stehblim, habe nicht so richtig Fahrt aufnehmen können, habe auch nur durch Griffschrift das Ganze gelernt. Bei mir war es dann so, dass ich quasi mit einer Online-Schule, mit der Quetschenakademie da angefangen habe und plötzlich habe ich die ersten Stückel frei gespielt, ja, auswendig gespielt. Bin quasi anders, den anderen Weg wie die meisten. Jetzt ging ja nicht Online-Schule und dann Lehrer, sondern erst Lehrer und dann Online-Schule. Mir hat die Online-Schule quasi nach oben geholfen. Andersrum ist es aber auch so. Also ich finde genau, und das zeigt, die Mischung ist halt, dass man sagt, egal wer jetzt mit Lehrer anfängt, dem tut die Online-Schule gut. Wer mit Online-Schule anfängt, dem tut der Lehrer gut. Mein Tipp ist, dass man eine Online-Schule wählt, die halt für sich für einen passt. Das ist ja relativ schnell klar. Jede Online-Schule hat einmal so ein 4-Wochen-Testprogramm, oder grob ungefähr, kann man machen, was da zu einem passt. Und dann in seiner Region wirklich einen brutal guten Spieler raussuchen als Lehrer, der einem wirklich ein Feedback gibt. Da 10 Euro mehr zahlen für den Lehrer. Also sagen wir die Zirchstunde, also ich sage mal die Dreiviertelstunde, volle Stunde, kostet so zwischen in richtig gute Lehrer 50 bis 70 Euro. So habe ich jetzt die Erfahrung gemacht ungefähr. Ja. Und das gönne ich mir persönlich, egal wie stark das ich bin, einmal oder alle 2 Monate einmal. Ja. Weil, genau, und da gehe ich nicht hin und lerne und sage mir, zeig mal ein Stückel, weil das kann ich ja über die Online-Schulen machen. Ich gehe halt hin und sage, ich spiele jetzt ein Stückel vor, das ich gelernt habe. Sag mal, heute, wo ich verändern muss, damit ich morgen so schnell wie möglich besser bin. Und dann sagt der meistens eh nur 1, 2 Sachen, sagt der Bass kommt nicht scharf oder der Akkord kommt nicht scharf und der Balkführung ist grauenhaft. Machen wir das ein bisschen anders und vielleicht noch du mit den Griff verringern, anders machen, tust du leichter. Fertig. Das ist ja schon das Paket, was ich sage, das nehme ich mit und kann jetzt 2 Monate wieder das umsetzen. Schreib mir das mit, schreib mir das sofort auf, was hat der gesagt und lass mir das vielleicht sogar noch vom Lehrer kurz abfilmen. Sagt hey Vic, pass auf, ich habe mir das und das gemacht, der Balkführung ein bisschen so, ein bisschen flacher oder ein bisschen entspannter, ruhiger. Der Akkord, der muss schneller kommen als das zweite und das dritte, der Griff schon her anders machen. Und dann nehme ich das mit und dann kann ich das wieder umsetzen. So ist, finde ich, die richtige Herangehensweise an das Ganze. Nimmst du Unterricht? Ich
nehme grundsätzlich Unterricht. Das ist immer ein bisschen je nachdem, was los ist im Leben und was ich sonst spiele. Aber ich bin, sagen wir, mit dem Heli immer noch in Kontakt und werde auch bald wieder hinfahren und wir schicken uns mal Videos oder sowas und tauschen ein bisschen aus. Weil mir ist es total wichtig, dass da jemand ist, wo ich mich dem auch stellen kann, dass jemand draufschaut und mir sagt, hey, das... Genau, man soll sich natürlich mit dem verstehen. Ich bin aber trotzdem ein Fan, ich wechsle gerne die Lehrer. Also unregelmäßig. Ich sage jetzt nicht, ich komme jeden Mittwoch. Das wäre mir zu teuer, zu aufwendig und schaffe ich auch nicht. Kann ich gar nicht umsetzen, was mir dir für Tipps gibt. Aber ich suche mir mal, einen Lehrer in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Ich fahre also alles rundum, bei mir rundum. In Bad Tölz habe ich einen, in Echen habe ich einen, also dann Servi Johannes, in Bad Tölz den Regnard Martin. Dann fahre ich auf Seminare auch, ja, wo es natürlich auch so ein Thema ist. Ich gehe weg von den Online-Aktivitäten hin zu einem Seminar, wo ich wirklich Unterricht vor Ort kriege und dann mit Leuten auch zusammenspielen kann. Ja. Und dann vielleicht auch mal ein Feedback kriege. Und dann, dann habe ich immer verschiedene Lehrer und die sagen, gute Lehrer sagen tatsächlich immer das Gleiche. Also das ist witzig, weil ich habe drei wirklich super, vier, fünf, sechs Lehrer und die sagen mir alles selbe und dann glaube ich es auch. Ja. Das, und man muss sich auch wohlfühlen. Man muss, es ist für Anfänger natürlich wahnsinnig schwer, die Qualität einer Lehrerin oder eines Lehrers einzuschätzen. Ja. Stimmt das, was er mir sagt? Also ich meine, und da spielt Bauchgefühl natürlich schon eine Rolle. Geht die Person auf mich ein? Habe ich das Gefühl, ich bin da auch willkommen oder wird da bloß einfach ein Standard durchexerziert und ich gehe halt wieder raus? So, ich glaube, ich muss mich einfach auch natürlich menschlich wohlfühlen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann vergleichen. Sagt der jetzt irgendwas, was kein anderer sagt? Habe ich das noch nie gehört? Ja. Oder gibt es jemand, oder ist das halt einfach, ich meine, Musizieren ist am Ende, du musst einfach ein paar Grundregeln auch befolgen und das gilt für jedes Instrument. Was ich war vergangenen November eben im Florineum beim Seminar mit Daniel Danter zum Zubispielen. Bei Michel Bauer. Ja, nach Michel Bauer Schule mit Daniel Danter. Und was für mich so die Fortbildungsmaßnahme draus war, weil Daniels Ansatz ist auch, eigentlich ist wurscht, was für Instrument du dir rumschnallst, es kommt immer aus dir erstmal raus. Mhm. Und mein Ansatz und mein Weg, auch als Harmonikaspieler besser zu werden, war jetzt mal ein paar Stunden Gesangsunterricht zu nehmen, um so die Musik, die aus einem rauskommt, so ein bisschen nochmal mehr kennenzulernen und ein bisschen zu fördern und ein bisschen zu verfeinern. Und nicht jetzt zwangsläufig, dass ich jedes Stück selber dazu singe mit der Harmonika, aber so die Musik in einem drinnen noch ein bisschen mehr zum Aufblühen zu bringen. Mhm. Und das, den Input hat es auch natürlich nur letztendlich durch einen Lehrer gegeben. Da wäre ich selber im Leben niemals drauf gekommen. Bei mir das Gleiche mit Gitarre und Bassflügelhorn dazu gelernt. Und auf einmal nimmt das eine ganz andere Dimension an, wenn du sagst, okay, das ist Musik. Und dann geht es halt nicht mehr um Kleinigkeiten an der Zirk, sondern sagst, okay, da geht es um viel mehr eigentlich noch, wie das Ganze da ist. Ich komme ja aus dem Raum Starnberg, du kommst aus dem Raum Bayerisches Oberland im Moment, ursprünglich komme ich. Das ist südlich von Rosenheim, zwischen Rosenheim und München. Also ich sage mal, ich bin eher der westliche Teil von München, du bist eher der östliche Teil von München. Ich verlinke an Julian seinen YouTube-Kanal und E-Mail-Adresse, der wäre eigentlich schreiben, oder? Unten. YouTube-Kanal, passt schon. YouTube? Aber ich glaube, dann ist irgendwas steht dabei. Okay. Auf jeden Fall hast du ja Internetseiten mit Sicherheit im Anfall. Ich habe eine gehabt, aber ganz ehrlich, YouTube-Kanal ist das Wichtigste, ist das Outdoor. Weil dann, wenn einer zum Beispiel einen Lehrer jetzt hat, in deinem Bereich sucht, dann soll er einfach unter einem von deinen Videos drunter kommentieren, du suchst einen Lehrer, er sucht einen Lehrer und dann darfst du es beantworten, ob es dann hast irgendwo in der Nähe, oder? Oder kennst du ein paar Lehrer bei dir in der Nähe? Ich kenne auch bei mir da, so Fürstenfeldbruck bis auf Bad Tölz runter, weil die oft sind sie wirklich auf der Suche, die Leute, wo ist denn da was und finden vielleicht das nicht gleich. Und es gibt tatsächlich auch schlechte Lehrer. Aber ich sage, naja, ich persönlich, ich mache ja online Lehren eigentlich, aber auf Amateurniveau. Also das ist ja nichts, was, ich bin kein Lehrer und ich darf mir das nicht zutrauen. Ja? Aber da sollte man vielleicht schon ein bisschen was Nachhaltiges auch finden. Und ja, könnt uns gerne fragen irgendwie oder ihr schreibt es mich an, ihr möchtet über den Julian wissen, wer da unten ist, weil da kenne ich mich jetzt nicht aus. Irgendwie findet man das schon, genau. Also wir können mal zusammenfassen, Online-Schule mit Lehrer, die perfekte Kombo und letztendlich kommt es dann drauf, ob ich fühle, dass die auch spielt. Weil, wenn ich nicht übe, nichts mache, kommt da nichts raus. Gell? So ist es. Ja, ich muss ehrlich sagen, das muss ich auch mal sagen, ich bin jetzt nicht vom Himmel gefallen. Ich spiele echt viel.
Und ich bin ein Arbeitstier. Also ich spiele viel, ich lerne viel und ich tue viel. Weil meistens, wenn du die Profis alle anhörst, lernst du viel. Ah, ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Naja, das darf dann bei mir nicht funktionieren. Aber irgendwann in Ihrem Leben haben Sie mal sehr viel gespielt. Und sehr früh. Genau. Das ist so dieses, jetzt habe ich irgendwie ein Video von irgendjemandem gesehen, der spielt erst ein Jahr lang und der spielt schon Böhmischen Traum. Ja, aber wie halt? Es gibt von 100 Leuten sind 5 oder 3 oder 4 wahnsinnig talentiert. Und die haben es im Blut und die spielen einfach super und das ist toll. Dann gibt es den ganzen Großteil, der deswegen gut spielt, weil er sich damit auseinandersetzt, weil er nicht stundenlang übt, aber weil er halt jeden Tag die Harmonika in die Hand nimmt, zumindest für eine Viertelstunde und auch viel Musik hört, viel andere Musiker hört, viel andere Besetzungen hört, sich einfach ganz, ganz viel damit befasst und einfach klar, wenn das Thema im Kopf drin ist, dann kann man auch damit wachsen, kann die Schritte machen, aber zwei Videos angeschaut und Böhmischer Traum, das, das gibt es in der Realität praktisch nicht. Ja, und verlangt es echtes Feedback, das hast du vorher schon gesagt. Also wenn ich natürlich vom schlechten Spieler gutes Feedback habe, ist das nett, aber man sollte realistisch sein, dass das halt vielleicht nicht so wertig ist. Ja, weil jede Mama sagt, dass du gut spielst, jeder Bruder, jeder Nachbar sagt, dass du vielleicht gut spielst oder so weiter. Aber wenn ich den Anspruch habe, wirklich besser zu werden, dann brauche ich echtes Feedback und dann möchte ich persönlich, fordere ich ein, was kann ich besser machen? Ich möchte nicht hören, hey, du bist gut, sondern wenn ein guter Musiker zu mir was sagt, sage ich, ich nutze jetzt die Chance, sag mal, was ich besser machen kann, ich möchte kein Lob hören. Das bringt mir jetzt von dir nichts. Ja. Ja, und da muss man selber entscheiden, ist das ein Lehrer, vor dem ich das Lob oder die Kritik annehme oder eben nicht. Genau. Mit dem, glaube ich, können wir das Thema beenden. Genau so ist es. Ja, schön, dass du wieder da warst und ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast. Miteinander ist das ja ein schöner Konsens. Es kommt schon was raus und da können wir die Erfahrungen gut mischen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, den Kanal abonnieren, gefällt mir Drucker, kommentieren. An Julian sei Kanal steht drunter in der Beschreibung. Auch gilt selbiges. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus.